après-midi, Monsieur Nam, Setterner Sacre de la Chorale Profane. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Und ich habe mir ein Buch gekauft, Larousse Advanced Dictionary, French, English, Anglais, Français. Da steht nochmal French Dict drauf. Ein Wörterbuch, Englisch, Französisch, von französischen Staatsverlag Larousse ausgegeben. Und es gibt einen im Mittelteil, ein Cahier Culturel, Cultural Supplements, und der heißt Milestones of the English Language, Jalon de la Langue Anglaise. Das geht mit The Beginning of English, Les Origines de la Langue Anglaise los. Danach kommt Latin, The Administrative Language of Europe, Le Latin, Langue, L'Administration à travers toute l'Europe. Dann Englisch, Norman, Latin, Anglais, Normand, Latin, mit Jean Santerre, King John, dem König ohne eigenes Land, einem normannischen König, und ich bin angekommen bei Middle English. Zuerst auf Englisch, dann auf Französisch, und es gibt eine Abbildung einer Quelle aus der Zeit. Middle English. Throughout at three centuries following the Norman conquest, Middle English. Throughout the three centuries following the Norman conquest, English evolved, taking in a good deal of French into what we now call Middle English, but the language of literature and administration continued to be either Latin or French. Okay. Muss ich nochmal vorlesen. Habe ich aber schon verstanden. Throughout the three centuries following the Norman conquest, English evolved, taking in a good deal of French into what we now call Middle English, but the language of literature and administration continued to be either Latin or French. Geoffrey Chaucer, uh, 1342 till 1400, is generally credited with beginning the first writer to show that English could be a language of literary expression. Also es gab Geoffrey Chaucer oder Chausse, ich glaube, spricht man Französisch aus, Geoffrey Chaucer, und dem wird zugesprochen, dass er der erste Autor war, der gezeigt hat, dass Englisch eine Sprache reichen literarischen Ausdrucks sein kann. Und da gibt es auch ein Bild zu. Jetzt versuche ich es auf Französisch. Die französischen Texte finde ich deutlich besser als die englischen, muss ich dazu sagen. Le moyen anglais. Au cours des trois siècles qui ont suivi la conquête de l'Angleterre par les Normands, la langue anglaise, fortement influencée par le français, a évolué et est devenu ce que les linguistes appellent le moyen anglais. Mais la langue de la littérature et de l'administration demeurait soit le latin, soit le français. Sehr französisch ausgedrückt. On considère l'œuvre de Geoffrey Chaucer, 1342 à 1400, comme l'une des premières illustrations de la richesse littéraire de la langue anglaise. Und dann gibt es hier ein Bild. A miniature taken from the 15th century manuscript representing Chaucer's Pilgrims. Miniature provenant d'un manuscrit de 15e siècle représentant les
Pèlerin de Chaussée. Des Pèlerins de Chaussée. Wusste ich mal, was das heißt. Ja. Wort, Mann. Nicht mehr geläufig zum Glück. So, da ist auch die Abbildung, kann man hier sehen. Dass da diese Abbildung historischer Quellen bei sind, gefällt mir sehr, sehr gut in dem Buch. Überhaupt gefällt mir der Abschnitt sehr, sehr gut. So eine Doppelseite gibt immer eine Sinneinheit. Und das Ganze endet hier mit dem Modernismus, la modernité. Und dann geht es wieder relativ früh los. Dann ist es kein Laufen mehr durch die Zeit. Naja, ich mache mal weiter. Als nächstes kommt die Renaissance mit William Shakespeare. Da gibt es ein Bild von Louis Koblitz, das nicht aus der Renaissance-Zeit stammt. Der hat sich den so vorgestellt. Ja. Tschüss.